da muss man sich entscheiden, will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat. Da muss man jetzt aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen. Oder gibt man es auf und dann wird man zu zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur wertegeleitet treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. In China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Das wollen wir. Und dann wird man zu zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Ja, das wollen wir.